Hi, ich bin Valeska. Ich lese heute aus dem Buch Charlie wird zum Tier von Sam Copland vor. In dem Buch geht es um den jungen Charlie. Charlie ist eigentlich ein ganz normaler Junge, doch er hat ein riesengroßes Geheimnis. Er kann sich nämlich bei Stress in ein Tier verwandeln. Aber wenn er glückliche Gedanken hat, wird er wieder zu Menschen. Seine Freunde Flora, Mosen und der etwas trottelige Wogan helfen ihm dabei, die Sache in den Griff zu bekommen. Ich lese an einer Stelle vor, in der kurz zuvor wieder eine Verwandlung stattgefunden hat. Diesmal hat sich Charlie in eine Katze verwandelt und Katzen tun ja allerlei merkwürdige Dinge, die für Menschen peinlich sind und deswegen macht sich Charlie Sorgen. Warum hat er sich so seltsam benommen, als er eine Katze gewesen war? Das war alles ziemlich besorgniserregend. Am Morgen musste er das Ganze unbedingt mit seinen Freunden besprechen. Er hatte versucht, ein Blatt zu essen. Verdammt nochmal! Er hatte sogar seinen eigenen Po sauber geleckt. Aber das würde er Flora, Mosen und Wogan auf gar keinen Fall erzählen. Also, wie genau hast du dich seltsam benommen? Fragte Flora und sah Charlie von der Seite an. Charlie war mit Flora, Mosen und Wogan auf dem Heimweg und er hatte ihnen alles erzählt, was am Abend zuvor geschehen war. Fast alles. Ja, komm schon, Charlie, sagte Mosen. Du kannst uns alles sagen. Das stimmt, sagte Wogan. Wir sind echt gute Geheimnisbewahrer. Ich meine, jeder weiß, dass ich nie irgendetwas weitererzählen würde. Weißt du noch, wie du mir zum Beispiel erzählt hast, dass du verliebt bist in Flora? Wogan! Brüllte Charlie. Mosens Kinnlade war bis zum Boden heruntergefallen. Flora war feuerrot angelaufen. Können wir uns bitte einfach auf das Wesentliche konzentrieren? Fuhr Charlie panisch fort. Flora blieb stehen und alle anderen mit ihr. Sie sah Charlie eindringlich an. Charlie, was auch immer passiert ist, dir würde es viel besser gehen, wenn du es uns erzählst. Wir werden nicht über dich urteilen. Okay, sagte Charlie und holte tief Luft. Ich habe ein Blatt gegessen und meinen Po sauber geleckt. Zum zweiten Mal innerhalb nur weniger Minuten fiel Mosens Kinnlade wieder bis zum Boden herunter. Du hast was mit deinem was gemacht? Fragte Wogan Charlie und wandte sich dann an die anderen. Was hat er gesagt, hat er gemacht? Ich dachte, ich hätte ihn sagen hören, dass er seinen eigenen Po sauber geleckt hat. Stellt euch das bloß mal vor. Wie eklig wäre das denn? Du hast richtig gehört, sagte Charlie und sah durch und durch elend aus. Das ist es ja. Ich war eklig. Und ich habe keine Ahnung, warum ich es getan habe. Charlie, es gibt absolut nichts, wofür du dich schämen musst, sagte Flora und sah ihn besorgt an. Wir sind alle... Hat es widerlich geschmeckt, unterbrach Wogan sie, als du deinen Po geleckt hast. Das hat es bestimmt. Flora warf Wogan einen bösen Blick zu. Wogan, dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Stimmt, sagte Mosen. Wir müssen uns konzentrieren. Was Charlie getan hat, lässt sich nicht ändern. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir es einfach vergessen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich das jemals kann.